So, und dann willkommen zurück zu Vampires and Dorm. Wir sind in Uruja gewesen, ich sollte noch eine Hexe suchen. Ich habe nochmal nachgeschaut, das hieß ja irgendwie eher so im Osten als im Westen. Ich habe das nicht wirklich gelesen. Als ich hier rumgelaufen bin, schaut mal, was ich hier gefunden habe. Genau, also wenn ihr hier östlich von Uruja guckt, an der Zipfelspitze hier, an dem kleinen Wald darüber. So, und ich würde sagen, wir speichern einmal. Und bewegen uns mal hier durch. Ich heiße, ich habe noch keinen einzigen Gegner hier erledigt. Ich würde das ein bisschen für euch mit aufheben, dass wir mal schauen, was es hier so gibt. Okay, dran denken, wir können auch durch. Ja, genau. Durch Bäume gehen. Lebendes Gras. Oh, wir machen viel Schaden. Okay, gut. Oh Gott. Okay. Gut, Alexi, wir sind ein bisschen spät hier. Gibt's noch was Schönes? Also, es könnte die Stelle in der Hexe sein. Es ist ein Waldstück, das würde jetzt für Hexe sprechen. Aber es sind schwache Gegner, okay. Habe ich das nicht am Schirm gehabt, dass es so. Kommt man hier raus? Ah, okay. Schwache Seelen sind jetzt natürlich nicht unbedingt das, was wir noch brauchen. Muss man ehrlicherweise zugeben. Aber hey, andere Gegnerarten, vor allem dieses. Das ist ein cooles Monster, oder? Diese Hand, die auf den Boden kommt. Witzig aus. So, was gibt's denn noch Feines hier? Ich meine, wenn das alles so einfaches Gegner-Design ist, vielleicht. Stahlhelm. Oh, Werwolf. Okay, und unsere Probleme haben sie schon mal. Die sind ja nicht sehr wehrhaft, die Werwölfe sozusagen. So, aber auch nur schwache Seelen, das heißt, das ist ja nicht, sowieso nichts Großartiges dabei. Hä? Aber. Ja, hab ich jetzt. Die Optik? Sollte das nicht hier sein? Ich meine, wo ist dann das Haus der Hexe? Müssen wir so ein bisschen durch die Bäume gehen. Guck mal, vielleicht ist er ja gar nicht. Moment. Ist das einfach nur so ein Waldstück und nicht bei der Hexe? Ah. Moment, wo sind wir? Ich sehe uns nicht. Fliegenschuhe, okay, das ist einfach Angriff plus. Okay, doch nicht Hexe? Okay, ich würde nochmal hier rumsuchen, ob ich die finde irgendwo. Stechisch hätte sie gehabt mit diesem Waldstück. Aber ich suche mal nach. Ich hab's gefunden, Moment. Hier an der Stelle ist es, am Rand. So, hier haben wir noch wieder einen Geist, das ist doch sehr schön. Oh, ärgerlich. Ich habe übrigens noch eine Truhe entdeckt in dem Wald, die hatte ich übersehen, genau in der Mitte. Hangt Ewigkeit war da gewesen. Ein Geist. Oh, endlich! Ich bin meiner jetzigen Existenz müde. Keine Freude mehr. Ist jemand gekommen, dem ich meine Kräfte verleihen kann? Ich bin müde. Nimm meine Kräfte und leb wohl. Sehr schön. Glück, was wir noch gemacht haben. Oh, fast Tag. Die Golem-Beschwörung. Wir haben noch keine Beschwörung ausgetestet. Ich würde gerne noch hier den Gegenstand mitnehmen. Ein Speicherstein. Das ist vielleicht doch wieder nötig. Ich weiß nämlich nicht, was die Hexe für tolle Eigenschaften hat. In dem Hexenhäuschen. Dürfen wir da reingehen? Seht ihr die irgendwo? Ah, speichere ich nochmal oder nicht? Wie die hier normale Seelen haben wir denn? Ach kommt. Was soll der Geiz? Lieber nochmal sicherheitshalber speichern, bevor wir hier irgendwas Blödes machen und dann uns sehr ärgern. Okay, Knusper, Knusper, Knäuschen. Wer kommt da in mein Häuschen? So. Hexeli, Hexelo. Also ich weiß nicht, ob das... Hat das Spiel ein paar Bugs irgendwie? Oder ist das noch die ungepatchte Version? Weil hier soll die Hexe sein. Ich bin gegen nichts gelaufen und da ist die... Was ist irgendwas? Wie könnt ihr es wagen, hier einfach reinzukommen? Wir kommen wegen einem Fluch, den du ausgesprochen hast. Okay, jetzt reicht's. Ich werde... Ihr werdet für eure Taten büßen.
Was für ein dummer Mensch, jetzt wirst du sterben. So, und damit haben wir die Hexe. Oh Gott, was macht sie? Also, die Hexe wird erstmal sagen, wir probieren. Ah, Schattenstrahl, ich würde eigentlich... Wir machen mal Heiligen Sturm. Er macht Schwäche, die Resistenz noch runterkriegen. Sie macht Flammenstrahl. Und er stummt. Ah, verdammt, er stummt. Wäre besser gewesen am Anfang. Ah, ich Idiot. Okay, nicht mehr klar denken, ist auch schon mal. Alles sinken lassen ist auch gut. Okay. Die greifen normal an und sie macht noch Erstummen auf den Gegner. Falls auch noch ein hässlicher Zauber kommt. 112 Schaden ist eigentlich ganz gut. Nicht betroffen. Moment mal, ganz kurz. Wie viele Lebenspunkte hat die jetzt gehabt? Ich habe die Zauber gemacht, es waren vielleicht 100 Schaden am Anfang. 200, also 400 Lebenspunkte nur. Starke Seele. Lass mich rollen. Ich verfluch. Halt deinen Mund, und zwar für immer. Das hätten wir erledigt. So. Okay, das Speichern tut mir jetzt ein bisschen leid, um ehrlich zu sein. Ist hier noch irgendwas Scheines? Lebensrune, aha. Ich muss das Zeug mal alles einsetzen im Übrigen. Von einfach nur in der Tasche haben, wird es nicht besser. So, na gut, dann fliegen wir mal geschwind als Fledermaus. Moment, das haben wir aber bis auf den Wald, wo irgendwas ist, hier, der wahrscheinlich wirklich Hauptstory ist, den ich jetzt mal doch auslassen würde, haben wir doch die Höhle im Westen gemacht. Wir haben die Hexe im Osten. Schön, die Höhle im Westen, die Hexe im Osten. Und wir reden. Ich danke euch. Ihr habt mich von dem Fluch befreit. Aber wieso bist du immer noch hier hinten und nicht unter Menschen? Tja, ehrlich gesagt, habe ich mich so an die Einsamkeit gewöhnt, dass ich gar keinen Drang mehr verspüre, bei anderen Leuten zu sein. Wie bitte? Also echt. Aber nehmt das hier als Belohnung für eure großen Mühen. 400 Erfahrungen, eine Lebensrune. Oh, 2 Lebensrune also. Es ist eine alte Rune und ich habe sie vor einiger Zeit für viel Geld gekauft, weil ich dachte, damit könnte ich den Fluch vertreiben, aber es hat leider gar nichts gebracht. Nehmt ihr sie. Nee, egal. Vielleicht hilft sie ja euch. Können wir nochmal mit ihm reden? Bitte geht. Ich möchte wieder allein sein. Ist wirklich ein merkwürdiger Kerl. Nun gut, damit haben wir auch das erledigt. Okay. Ich habe die Hexe irgendwie relativ schwierig. Okay, aber vielleicht ist das eines mit der ersten Quest, die man hier eigentlich macht. Demnach ist die gar nicht so bösartig. Dann würde ich jetzt mal zu der zentralen großen Insel als nächstes gehen. Und zwar ist ja hier irgendwas. Astion. Das ist eine Höhle. Okay, da könnten Gegner sein. Gehe ich erstmal raus. Ich weiß nicht, was das genau ist hier. Hier ist sogar ein Fehler. Guckt mal, hier ist sogar ein Grafikfehler, dieser Stein. Okay, also ich glaube, die Version, die ich gespielt habe, die war cleaner gewesen damals. Das bedeutet, dass es eine ältere ist. Okay, wir sind da. Hallo. Ihr seid wohl hier neu in Astion. Was? Kann man so sagen. Naja, viel gibt es hier nicht zu sehen, aber dafür haben wir die Kirche, in der Vincent Weinhardt vor vielen Jahren seine berühmte Ansprache gehalten hat. Was diese, diese Vampire betrifft. Ihr wisst schon, der Anfang des Heiligen Kreuzzuges. Was war hier? Ja, ansonsten gibt es noch ein Tunnelsystem unter der Stadt, aber da wimmelt es von Ratten. Deswegen würde ich nicht unbedingt darunter gehen. Danke für die Auskunft. Okay. Könnte also auch sein, dass das mal später für uns relevant wird, wenn wir vielleicht da irgendwas finden wollen. So, was haben wir hier? Altes Höhlensystem. Ja, wirklich altes Höhlensystem. So. Hallo? Hallo? Sag mal, wo finden wir hier ein gutes Geschäft?
ein gutes Geschäft. Es gibt hier eigentlich nur ein einziges Geschäft hier. Ein Waffengeschäft. Und so gut ist es wirklich nicht. Aber immerhin. Wo finden wir das? Auf der anderen Seite der Stadt, im westlichen Teil. Gut, danke. Die Stadt so rich, dass wir sogar Auskunft benötigen. Ist übrigens ganz schön neblig. So, was haben wir denn hier? Du im Anzug. Entschuldigt, aber ich möchte nur mein Bier genießen. Und natürlich, entschuldigt. Oh, ich werde wohl nie einen Mann für mich finden. In dieser Stadt sind alle nur Waschlappen und Widerlinge. Bist du verzweifelt, was? So kann man es sagen. Ich habe in meinem ganzen Leben nur abartige Männer gehabt. Alle wollten nur das eine und sonst nichts. Furchtbar. Keiner wollte romantisch mit mir essen. Niemand wollte abends mit mir die Sterne anschauen. Niemand. Du solltest vielleicht mal in ein anderes Städtchen, dich umsehen. Ich empfehle Shannar. Eine kleine Stadt weit im Süden. Shannar? Ich habe schon davon gehört. Und ihr meint, dort finde ich meinen Traummann? Vielleicht, aber in Astion bestimmt nicht. Ihr habt recht. Gleich morgen werde ich nach Shannar reisen. Hab Dank. Okay, Person Nummer 2, die wir schon dort haben. Ja, was wollt ihr von mir? Gibt es irgendwas Besonderes in letzter Zeit? Eigentlich nicht. Außer vielleicht, dass jetzt angeblich Schiffe voller Reichtümer über die Meere segeln. Da haben wohl einige Händler viel zu handeln. Mhm. Händlerschiffe? Habe ich schon erzählt, wir müssen ja irgendwann mal Schiffe kapern. Hallo, kannst du etwas anbieten? Der höchste paar Informationen. Was wollt ihr denn wissen? Vielleicht, wo man etwas Geld verdienen kann? Also, wo ihr Arbeit findet, kann ich nicht sagen. Aber es heißt, westlich von hier im Wald soll ein alter Piratenschatz versteckt sein. Was haben schon viele nach ihm gesucht? Ja, der Piratenschatz klingt interessant. Danke. Deine Ursache. Okay, das ist also für uns mal was Schönes. Die große Kirche. Also ich finde, es geht da nichts anzuschauen. Willkommen in unserer Kirche. Der bekanntesten Kirche überhaupt. Wieso bekannt? Wieso bekannt? Weil hier vor etwa 400 Jahren unser Erlöser Vincent Weiner seine Rede gehalten hat, mit der er den Heiligen Krieg begonnen hat. Deshalb. Das war genau hier? Ja, genau hier. Und wir haben alles so gelassen, wie es vor etwa 400 Jahren aussah. Deswegen ist es hier auch ein bisschen leer für meinen Geschmack, aber Vincent wollte diese Schlichtheit. Kein Wunder, dass ich mich an diesem Ort nicht besonders wohlfühle. Wie mein? Ach, er meinte, es geht ihm nicht gut. Deswegen werden wir uns jetzt verabschieden. Oh, na schön, aber kommt bald wieder. Willkommen, meine Kinder. Wenn ihr Frieden sucht, seid ihr hier richtig. Betet und befreit euch von euren Sünden. Spendet und befreit euren Geist von der Geißel der Bosheit. Nun, wir wollen die Kirche nur besichtigen. Vor langer Zeit hielt der große Vincent Weinhardt für seine einzigartige Rede. Er wurde damals zum Hohepriester ernannt und blieb dies auch lange nach seinem heiligen Kreuzzug. Also sehr alt geworden, natürlich nicht mal gefragt warum. Er lebte unglaublich lange, so etwa an die 200 Jahre. Gott persönlich schenkte ihm dieses lange Leben. Er regierte weise über die Kirche und die Menschen. Noch eines Tages verstarb er auch. Möge seine Seele den ewigen Frieden gefunden haben. Doch er hielt noch eine letzte Rede, bevor seine Seele in den Himmel flog. Eine starke Rede, eine himmlische Rede. Er sprach von einer Reinkarnation, einer wunderbaren Wiedergeburt. Seine Wiedergeburt. Oh, wir alle beten, dass dieser Tag bald kommen möge und er uns in ein weiteres wunderbares Zeitalter führt. Eine Wiedergeburt von Vincent Weinert? Ja, aber ich denke, er wird wiederkommen. Das Böse wieder auf Erden weilt. Doch möge diese Zeit auf immer fernbleiben. Wiedergeboren. Da fehlt ein Satz. Die Menschheit zu schützen und die Vampire erneut zu vernichten. Wie meint ihr das? Ihr wisst schon. Das Böse. Die Vampire. Diese Kreaturen der Nacht. Vincent hatte sie vor 400 Jahren alle getötet. Ohne Gnade metzelte er sie. Da.
kein einziger Vampir überlebte und doch weiß man bis heute nicht, wo sie überhaupt herkamen. Und so ist die Kirche der Ansicht, dass eines Tages die Vampire wiederkommen werden und dass an diesem Tage der Heilige wiedergeboren wird, die Menschheit zu schützen und die Vampire erneut zu vernichten. Die Vampire vernichten? So. Wenn du wüsstest, dass genau in diesem Moment drei Vampire in deiner Nähe stehen. Aber ihr seht ehrenhaft aus, deswegen möchte ich euch um etwas bitten. Was denn? Die Kirche vermisst ein wertvolles Kreuz. Wir wissen nicht, wie es abhanden kommen konnte. Vielleicht gehandelt? Oder wer es gestohlen hat? Vielleicht hat das Verschwinden von Schwester Miriam damit zu tun. Sie hatte das Kreuz zuletzt bei sich, um damit die Gläubigen zu segnen. Wer das Kreuz genommen hat, gegen die Gläubigen gehauen wahrscheinlich. Würde sie das Kreuz und damit auch Schwester Miriam suchen und wieder hierher bringen? Natürlich. Oh, ich danke euch. Leider haben wir keine Ahnung, wo sie sich gerade aufhalten könnte. Tja, sie wird leider schon seit einigen Wochen vermisst und wir befürchten das Schlimmste. Wir werden nach ihr Ausschau halten. Gott segne euch. Gott segne uns. Pass auf, was du sagst. Fetzack. Okay, Asuka, alles gut. Sag mal, haben wir nicht ein Kreuz im Winter? Nö. Okay, na dann gucken wir gleich mal weiter. So, na gut. Die Kirchendiener haben wir also auch mal befragt. So, dann haben wir das Gebäude hier in der Mitte. Was ist denn das Schönes eigentlich? Hier haben wir übrigens einen dritten Eingang, sehe ich gerade. Da ist, was ist das für ein Feld dort? Seht ihr das? Stein wahrscheinlich und da ist eine Truhe. Okay. So, hier haben wir Stahlschild. Also wenn es wieder nach den Gegenständen geht, dann ist es wieder lange her, als man hätte sein sollen. Ich habe wahrscheinlich echt zu schnell sehr weit gelevelt. Das hätte man anders leveln können. Hallo, wie geht's? Naja, geht so. Aber was fragst du? Ach, nur aus Höflichkeit, nichts weiter. Gibt es vielleicht irgendwas Interessantes zu erzählen? Nö, eigentlich nicht. Na schön. Lass mich durch. Dankeschön. Der Ertrag ist auch sehr gering. So ein älterer Mann mit blauen Haaren. Oder weißen Haaren mit blauem Rand. Hey, Sie sind wohl auch so Leute, die einfach hier das Haus betreten und anzuklopfen, was? Ja, eigentlich schon. Pech für Sie, dass ich solche Leute nicht ausstehen kann. Verschwinden Sie! Ja, wo der Alter sagt, du gehst eh bald über den Jordan. So. Kirke war hier, haben wir irgendwas da? Ah, was ist denn hier? Ein gelber, haariger Kindereingang übrigens. Hi, hey, sucht ihr etwas in der Stadt? Nein, eigentlich schon, müssen wir mal. Achso, dann viel Spaß. Gerade extrem laut mal wieder. Ich sehe auch nichts mehr zu sagen. So, was haben wir denn hier? Wir haben Bücher. So viele Bücher und keins von Zizetmisch. Wie immer werden alle Regale getestet. Irgendwas doch dabei ist, was uns doch... So, der Herr hier. Hallo, habt ihr schon gehört, dass es am See westlich von Uruya spucken soll? Das klingt ja interessant. Vielleicht sollten wir es mal umsehen. Soll ich da umsehen? Oh, lieber Himmel, ich sag, dort spukt es. Ein Glück wohne ich weit entfernt. Und ihr solltet wirklich nicht hingehen. Was? Westlich von Uruya? Warum erfahren wir das nicht in Uruya eigentlich? Westlich von Uruya? Hatten die Höhle? Oh, na gut, können wir dann gleich mal gucken. Ist die Kriegerin? Das schafft mir die Ehre eures Besuchs. Wir wollten einfach mal vorbeischauen und nach irgendwelchen Neuigkeiten fragen. Nun, ich habe leider keine Neuigkeiten für Fremde wie euch. Wie du meinst. Ungehobeltes Pack hier. So, das Gebäude hatten wir jetzt gerade, richtig. Das war dieses T-Teil. Genau. So, dann haben wir hier noch ein paar Kühlein. Ist hier vielleicht irgendwie noch dahinter was? Oh, so ganz schön. Aber ich sehe. Da könnte vielleicht der Dieb dann irgendwann mal sein. Ist hier ein Gegenstand? Wo ist das gerade? Schade. Oh, schade. Weil der Dieb nutzt ja noch verschiedene Positionen dann aus. So, wir können ja bestimmt nichts mitnehmen, deswegen probiere ich es gar nicht. Hallo, schau dich ruhig hier um. Wir haben viele gute Waffen. Okay, also so gutes Zeug. Na gut, okay, damit haben wir das. Und das Einzige, was noch zu tun ist, ist jetzt halt, ja, das unterirdische System hier, müssen wir anzusehen.
So, ich gehe gerade mal durch die Höhlensysteme und es war einfach von dem rechten Höhleneingang, der unten im Südosten war, fast gerade ging das nach Südwesten. Speicherstein. Okay, haben wir ein Teleportationsportal. Klingschuhe. Ich habe das Gefühl übrigens, bei den Wänden sind Geheimgänge irgendwie deutlich seltener. So, jetzt sind wir hier oben. Ah, okay. Das gucken wir gleich mal an. Ich würde gerne erstmal die Höhle hier fertig erkunden. Aber wie gesagt, von rechts kamen wir genau hier hin. Der Weg führt einfach nur... Okay. Dann nutzen wir das Teleportationsportal. Gehen dann, das haben wir von unten gesehen, erstmal reinkam, diesen Weg. Gehen... Was bist du denn? Hallo? Was wollt ihr kaufen? Ah, Kinderapokalypse. 3000 Blutexier. Maximum Blut. Und dann die Krankheitsserum. Dürfen wir was klauen? Ja, da. Finger weg. Okay, dürfen wir nicht. Okay, das ging schneller, das Höhlensystem, als ich dachte. Vor allem, weil es ja hieß, es sind irgendwelche Ratten noch. Haben wir es nicht entdeckt. Okay, jetzt gehen wir mal das Höhlensystem in den oberen Ebenen noch durch. Und ist das ein Eingang? Ach ne, hier oben hab ich so eine Truhe vergessen. Schau einer an. Wenn mal Eisstaub. Aber irgendwie sind die Wände, ja, etwas voller als sonst. Gut, auch hier ist nichts, nein. Dann gehen wir raus und wir hatten jetzt noch ein, zwei Eingänge oben entdeckt. Wo haben das jetzt alles gewesen? Dass wir alle mitnehmen. Hier war einer. So, da können wir einmal nach Osten gehen. Wir haben ja keine Feinde zumindest. Das sieht aber schon mal stark nach Sackgasse aus. Jupp. So, dann gehen wir hier nach Westen. Was ist das? Okay, guckt mal an, K und ein A. Kinder der Apokalypse. Also wird das irgendwas Wichtiges sein? Oh Gott, gab es mit dem Pastor 1 etwa so eine Quest, um da bei den Kinder der Apokalypse irgendwie weiterzukommen? Ja, ich glaube schon. Ja, guckt an, K und A. Mein großes K da an der Wand gemalt, wie merkwürdig. Mein großes A an der Wand, merkwürdig. Wir können hier aber nichts machen. Könnte also sein, dass es ein Ausgang ist. Okay, dann lasst uns mal den linken Eingang noch testen in der Stadt. Da war ja noch einer gewesen. Und zwar neben der Waffenschmiede irgendwo. Genau. Alles nicht selber mal ihre Höhleneingänge so ein bisschen absuchen? Ich meine... Oh, guck mal, ein Tor. Kommt man denn da hin? Wir müssen zur nächsten Stelle gehen, haben kein Zeitlimit. Nettes kleines Spiel. Nein. Auch immer das technisch gemacht ist. Mechanisch frage ich mich das gerade immer. Aber hey, wir nehmen mit, was wir kriegen können. Wie eh und so. Ganz schön lange fallen. Werden genau daneben wieder. Okay. Damit haben wir hier, zwar leider nicht so schön
die Ränder gemacht, aber haben den Weg zur Kiste freigeschaltet und kriegen eine Blutrune. Okay, gut, dann ist es das doch nicht. Dann geht er auch trotzdem nochmal zu den Eingang mit den Kindern der Apokalypse. Dann muss man vielleicht irgendwas machen, um das irgendwie zu starten. K.A. Was drücken. Ist hier irgendwo ein Schalter oder irgendwas anderes? Muss auf Nacht warten? Nee, es ist doch irgendwie... Irgendwas muss hier getan werden. Schlagen wir gegen die Wand. Ich meine, hier gibt es eine Sackgasse an der rechten Seite. Kann man da vielleicht, oder kann man hier was abgehen vielleicht? Auch nicht. Okay, dann gehen wir zu der Sackgasse rechts nochmal. Ich muss mal da irgendwas drücken und dann schnell rüberrennen, beispielsweise. Oh. Sieht nicht so aus, aber gut, vielleicht muss man erstmal irgendwas freischalten. Um das überhaupt dorthin zu kommen. Kann ich leider nicht sagen. Okay, weiß ich gerade nicht, wie das geht. Dann haben wir auf jeden Fall Astion. Bis auf dieses kleine Geheimnis auch erledigt. Wir haben festgestellt, in Ruja soll westlich nochmal an dem See irgendwas sein. Na gut, aber ich denke mal, das werden wir dann die nächsten Male uns genauer ansehen. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal, Eulanito. Tschüss.